Ich glaube, die Nazi-Pause hat uns sehr gut getan. Wir konnten frische Kräfte wieder sammeln. Ich meine, nach der englischen Woche, nach vielen englischen Wochen, hat es uns sicherlich gut, eine längere Pause. Und ich glaube, die Stimmung hat sich auch dementsprechend auch gezeigt. Es ist viel Euphorie, viel gute Stimmung, es hat Spass gemacht, wir haben viele Wettkämpfe gehabt. Und ich glaube, wir konnten einen positiven Schwung mitnehmen. Meine Eindrücke in den letzten Tagen von dieser Mannschaft sind ganz klar, dass die Mannschaft intakt ist. Es sind gute Typen, qualitativ eine gute Mannschaft. Eine Mannschaft, die einen grossen Willen hat, möglichst aus einer Situation herauszukommen, die halt nicht so einfach ist, aber fokussiert und konzentriert auf das nächste Spiel ist. Ja, ich glaube, mit dem neuen Trainerteam sind doch noch einige bekannte Gesichter, die wir da kennt in unserem FZ Home. Und ich glaube, an der Stimmung arbeiten wir selber daran schaffen als Team. Und ich glaube, mit den positiven Leuten, die wir da im Team haben, mit diesen coolen Boys, haben wir sicher geile Zeit da gehabt. Und für das nehmen wir alles Derby das alles mit. Im Hinblick auf Derby habe ich den Fokus sicher auf Mentalität gelegt, sicher auf ein bisschen Befreien von Gedanken, möglichst wenig Nebenschauplätze geben und sich, dass die Mannschaft sich voll konzentrieren auf das Derby. Für einen Derby-Sieg braucht es natürlich sehr viel Herz immer, klar, aber von der Einstellung her oder vom Matchplan her oder von der Idee möglichst klar und einfach bleiben und natürlich selbstbewusst sein und das auch auf den Platz bringen. Ja, ich glaube, das Wichtigste ist an einem Derby, glaube, die Mentalität und Wissen, was auf dem Spiel steht. Und ich glaube, wie man auch so gut sagt, Derby sind da zum Gewinnen. Und so fahren wir auch das Derby in letzter Grund mit den Fans hinten dran. Die Stimmung wird natürlich unglaublich sein und ich hoffe, das können wir so mitnehmen.